Wir lassen es einfach so. Es ist einfach so, man muss es sagen, ein Kunstwerk. Man hätte es nicht besser machen können. Man könnte theoretisch hier noch. Dass ich es jetzt noch voll versaue. Das ist der Kantenschutz hier. Komm, weißt du was? Sowieso spezial. So. Und jetzt oben am besten eine Fackel drauf, dann sieht das wieder toll aus. Also jetzt sieht es aus wie die Dachrinne und hier fließt es dann endgültig ab. So, jetzt lasse ich mich aber nicht länger beirren hier. Denn so tolle Baukunst war das jetzt nicht. Hier habe ich noch vier Holz. Ich habe gerade noch was gesehen. So, hier unten. Ich weiß ja noch nicht, was hier hinkommt. So. Wir müssen Steine schippen gehen. Es führt leider nichts drumherum. Also alle, die jetzt wegen dem Haus da abgeschaltet haben, ich kann es verstehen. Es sieht wirklich wie eine Katastrophe aus. Weißt du was? Wir gehen mal wieder hier ein bisschen runter. Da hätte ich jetzt gerade Lust drauf. So. Einfach so. Oh, scheiße. Ja. War ich nicht so plötzlich. Da habe ich nur was abgebaut, genau. Es ging aber noch weiter, oder? Irgendwann ging ich ja dann raus. Ich glaube, es ging aber hier noch weiter. Ja, einfach mal weiter runter gehen. Da war ich. Aha, hier kommt man raus. Oh! Hier kommt man zwar raus. Ich hoffe, hier ist kein Bär, der uns das vermiest. Nee. Aber hier hat es ja noch das Schöne in der Wand, oder? So macht man natürlich auch noch ein paar Steine. Ich weiß, man sieht jetzt gerade nicht so viel. Ich baue das aber trotzdem jetzt hier gerade so ab. Mal schauen, wie viel es wird am Ende. Da drüben habe ich auch noch gesehen. So, hier ist noch. Weil wir sowieso Steine brauchen, ist es eigentlich scheißegal. Kann auch hier noch ein bisschen abgraben. Auf der Hoffnung, dass wir vielleicht noch das eine oder andere bekommen. Sehe ich selbst nichts mehr. Ah, das war es auch hier. Gut. Oder? Ja. Gehen wir doch hier nach drüben. Oh. Nein, es ist kein Bär. Es ist keine Gefahr in der Nähe. So, hier noch Melone. Ja, wo war denn das? Ah, hier. Einfach mal so. In der Wiese findet man natürlich Eisen. Auch ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann gehe ich mal die Wiesen abklappern, auf der Hoffnung, Eisen zu finden. So. Nein. Eingesperrt. So. Wir gehen wieder zurück hier durch. Oh. Und wir sinken. Alter, wir sind fast gestorben. Scheiße. Oh oh. Auch wieder mal zu unvorsichtig war. So. Und weil die einzige Art, sich aufzuheilen, also die einzige lohnenswerte, so eine Melone essen, ist. Wir haben ja sowieso genug. So, gleich noch eine.
nur dass ich wieder noch so einen Sturz überleben würde. Da haben wir aber Glück gehabt. War das knapp. So. Das haben wir wieder hinbekommen. Geh noch hier oben lang. Da. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ah, sind wir wieder hier. Es führt alles wieder hier zurück, natürlich. So, weißt du was? Ich platziere hier mal schnell so einer da. Vielleicht da am Boden. So, dann haben wir hier immer Licht. Dann bauen wir hier noch ein paar Steine ab, denn viel gab es ja noch nicht, oder? 18 Eisen. 5 Silber! Oh! Ich hab's noch gedacht. Das ist Stein. Da haben wir doch Wolfram sowieso dabei. Ich hab's noch gedacht, das sieht irgendwie aus, als hätten wir das noch nicht gehabt. Also ein bisschen Silber gefunden. Auch nicht schlecht. Ja, wenn die Steine nur nicht so lange gehen würden, ehrlich gesagt. Vor allem für, braucht man für 3/4 der Bauobjekte im Spiel Steine, oder? Auf jeden Fall, wir müssen da den Weg noch fertig machen. Das ist noch ein Ziel. Dann das Haus noch einrichten. Das ist jetzt nicht so schwer, weil da braucht es vor allem, glaube ich, Holz. Ja, das waren dann alle Ziele, denn wir haben das fast erfüllt, was ich mir vorgenommen habe. Außer, dass da noch ein Ecken übrig ist. Da mache ich einfach noch Platz hin, fertig. So, und das wird dann so quasi das Ferienhaus für Gäste. Die können dann da bleiben. So, wie viel haben wir? Ja, ich gebe mich so halb zufrieden. Einfach so, weil ich eigentlich langsam raus möchte. Raus aus der Schulden. Aus den Schulden. Oh, hoch. Komm schon, das schaffst du doch, du Kletterass. So. Und wieder schön nach Hause. Da sind schon zwei Bäume gewachsen, glaube ich. Die Tannen sind auch schon einige gewachsen. Nur noch nicht ganz so hoch. So. Das da. Der improvisierte Zaun. So, jetzt bei Pflasterstein hier. 30 sollte reichen, oder? Ich hoffe es mal. Also nur für diese Seite. Die andere lassen wir mal noch so. Und dann hier noch hin. So. Hier ebenfalls. Und wenn wir schon gerade dran sind, dann hier auch noch. Und schon sind sie wieder weg. Ich lasse es mal doch so. Wir machen zuerst hier die Einrichtungsgegenstände. Habe ich noch ein bisschen Zeit, um das nochmals rauszuschieben. So, wir brauchen auf jeden Fall. Oh, da braucht es Holz. So, sollte reichen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Das muss nicht so ein Militärbett sein oder so. Da nehmen wir jetzt ganz ein schlichtes Bett natürlich. So. Was? Ah, ein Ventilator. Ja, da gibt es wieder mal richtig viel Zeugs. Jalousien.
Ja, natürlich, wir setzen da vor dem Haus setzen wir einen Marktstand hin. Braucht 32 Holz. Es wäre eine Idee, ehrlich gesagt. Dann setze ich noch modernes Regal, das braucht natürlich kein Eisen, ist ja klar. Boah, alter Tische. Natürlich, Tische und Sitze müssen noch hin. Und da will ich sagen, wir haben ein kleines Haus. Da muss ein kleiner Tisch her. Alter, diese Tische, das ist schon. Es ist unglaubliches Potenzial hier drin. Das nennen sie kleiner Tisch. Oh, da habe ich. Ah, da kann man eine ganze Küche bauen. So cool. Ich würde sagen, wir nehmen den da. Den. Ach komm, den. Nicht so geizig. Bürostuhl. Ah ja, der Thron, den müssen wir mal noch bauen hier. Aber ich nehme. Ich mache zwei solche Stühle. Ja, da warten wir mal noch. So. Der Rechen. Dann nehme ich mal all das Zeugs hier nach oben. So. Zwei Stühle, Tisch, ein Regal. Der Bett, genau. Fangen wir an mit dem Bett. Ich würde das ja eher so machen. Hier. Hier das Bett hin. Hä? So. Direkt zum Fenster des Nachbarns. Das ist immer toll. Der Tisch ist so, das ist top. Super. Dann mache ich den Stuhl. Einen Stuhl hier hin. War so da. Kommt hier der Tisch hin. Dann ja so. Wir könnten sogar noch einen Stuhl gebrauchen. Denn der kommt jetzt hier drüben. Den schieben wir drunter. Das ist auch toll. Da muss man. Oder nee. So. Naja. Ist jetzt nicht voll überzeugend. So. Hier hinten noch so ein Regal hin. Hier könnten wir noch einen Nachttisch machen, den habe ich gesehen. Dann das Regal hier. So, hier kann man aber nichts reinstellen, das ist schade. Oder auf den Stuhl kann man sitzen. Toll. Gut. Also es hat noch Platz, ehrlich gesagt. Nicht hier. So. Da brauchen wir Sitze. Ich brauche noch einen Stuhl. Drei Tische. Den da hätte ich gerne gehabt. Ja, das wär's mal. So, der Stuhl kommt auch hier hin. Nämlich so. Ja, der gefällt. Ja, komm. Es ist so speziell gemacht. Dann hier. So hin. Ja, das ist doch toll. Sieht das nicht toll aus, die Stuhl hier? Echt alle in der gleichen Farbe, das passt doch bestens zusammen. So, ich mach mal die Türe zu. Ja, hier hat noch was Platz. Vielleicht noch ein Regal. Ah, oder ein Sofa. Hier hat noch ein Sofa Platz. Oder eine Couch so. Gut, dann ich danke euch fürs Zuschauen. Ich mache hier mal eine Aufnahmepause. Ich gehe nochmals raus. Wir haben einiges geschafft. Hier der Super Park mit zwei Bäumen. Einem grandiosen Zaun. Echt. Dann hier der Trampelpfad. Ja, wir gehen weiter. Dann hier das Haus, das immer noch kein Dach hat. Immer noch kein Dach über dem Kopf. Und hier die super neue Hütte. Ich mache lieber neue Hütten, als altes zu renovieren. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich setze mich hier hin. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge wieder. Regulär in 2 Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.